Hallo! Spieletastische Grüße und herzlich willkommen zu unserem letzten Neuheitenvideo vor meinem Urlaub. In 2 Wochen muss dann wohl wieder die Sabrina und der Martin einspringen für das nächste Neuheitenvideo. Viel Spaß! ja, ich gehe tatsächlich für ein paar Wochen in den Urlaub und komme dann frisch gestärkt wieder zurück. Wir hatten jetzt ja vor kurzem noch die BerlinCon besucht. Das war ein großes Erlebnis und ich möchte mich bei allen bedanken, die uns da am Stand besucht haben. Manche, die sogar ein Foto mit mir machen wollten, was ich ja sehr, ja, noch etwas komisch finde. Aber hat Spaß gemacht, war ein tolles Erlebnis. Und ja, ich denke, das wird nicht unsere letzte Messe gewesen sein. Aber wo und wann wir wieder zur Messe gehen, das werden wir jetzt erst noch besprechen und festlegen. So viel dazu von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit den Neuheiten entsprechend an. Es sind erstmal wieder ein paar Erweiterungen zu verschiedenen Spielen, die ich einfach wieder kurz durchgehen möchte. Smoke and Mirrors ist eine City of Angels Erweiterung, wo es einfach 4 weitere Fälle gibt. Auch für den Stichel gibt es noch wieder bekannte, aber auch ein paar neue Optionen, um die Ermittler in die Irre zu führen. Und nach wie vor solo, kooperativ oder gegeneinander spielbar. Wer also da noch Nachschub haben möchte zu City of Angels, ist hiermit entsprechend gut aufgehoben. Zu Arkham Horror, dem Living Card Game, das Kartenspiel, ist jetzt auch die Ermittlererweiterung zu Der Pfad nach Carcosa erschienen. Auch das sind quasi altbekannte Erweiterungen, die es jetzt einfach zusammen in diesem Paket gibt. Und da brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen. Die Kampagnenerweiterung gibt es ja schon etwas länger und jetzt, wie gesagt, auch die Ermittlererweiterung dazu verfügbar. Und noch ein Living Card Game, der Herr der Ringe, das Kartenspiel. Hier ist die Kampagnenerweiterung Angmar erwacht erschienen jetzt. Und jetzt glaube ich auch, dass das eigentlich nur eine altbekannte Erweiterung ist, die jetzt halt zu der Neuauflage passt und natürlich das Grundspiel benötigt und hier entsprechend die Kampagne wieder zusammengefasst drin steckt. Das nächste Spiel ist auch ein altbekanntes. Welcome to your perfect home ist jetzt bei Pegasus im Vertrieb erschienen und auch mit einer überarbeiteten Anleitung, einer überarbeiteten deutschen Anleitung. Es gab ja schon eine deutsche Anleitung, die war allerdings an manchen Stellen etwas schwer verständlich. Aber jetzt ist eben entsprechend dieses Flip and Write, was eins der beliebtesten der letzten Jahre in meinen Augen ist, auch zumindest wenn ich unsere Bestellzahlen angucke. Einfach jetzt in der, ja, komplett richtig deutschen Version erschienen sozusagen. So, dann haben wir ein Spiel, das zumindest eine deutsche Anleitung beigelegt bekommt, La Familia Hort. Das heißt, wie heißt die gute Dame? Oma Hortensia ist gestorben und ihre Erben buhlen um eben das entsprechende Erbe. Und wie bekommt man das? Das heißt, die Oma besucht uns quasi nach einer gewissen Zeit und schaut, wer in dem Thema Garten und Gartenbau die meiste Erfahrung gesammelt hat bis dahin. Derjenige erhält auch das entsprechende Erbe. Das heißt, es wird hier so ein Markt ausgelegt, wo man Gegenstände kaufen kann, Pflanzen kaufen kann. Die muss man bewässern, düngen, kann sie wiederverkaufen und damit eben auch entsprechend weiter Erfahrung sammeln. Und ja, es gibt dann noch so unterschiedliche Fähigkeiten, wenn man die eben mit benutzt, wo man eben teilweise von anderen Dingen noch profitieren kann oder besser bewässern kann als andere oder besser düngen kann als andere. Also ein nettes Markt- und Legespiel, hat momentan eine Wertung auf BoardGameGeek von 7,7 bei einer Komplexität von 1,33. Also eigentlich ein schönes Familienspiel mit einem Gartenbauthema und einem interessanten Design, wie ich finde. Wie gesagt, deutsche Anleitung liegt bei, 40 Minuten Spielzeit, 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren.
Dann gibt es von einem sehr alten Spiel, Kartenspiel Family Business, noch eine neue Ausgabe, die jetzt bei uns eingetroffen ist. Ein Lookout-Spielespiel für 3 bis 6 Spieler, 30 Minuten Spieldauer und auch ab 8 Jahren. Hatte, glaube ich, eine ziemlich schlechte Bewertung auf BoardGameGeek, aber das sind die wenig komplexen Spiele, haben das meistens. Ja, jeder spielt im Grunde eine Gangsterbande und man versucht quasi seine Konkurrenten zu erledigen über Aktionskarten und ja. Die wandern quasi nach und nach auf den Friedhof und diejenige Gang, die als letzter noch Mitglieder hat, gewinnt das Spiel. Etwas makaber das Ganze, aber gut. Poesie für Neandertaler klingt für mich wieder nach einem Superspiel. Ist im Grunde ein Worterklärungsspiel. Ja, geht es schon irgendwie in die Tabu-Richtung, allerdings muss man halt Begriffe erklären, darf dazu aber nur einsilbige Worte verwenden. Also die haben es zum Beispiel hier mit dem Wort Lagerfeuer. Du könntest sagen, Ort der heiß, wo du machst Brot am Stock schwarz. Und ganz wichtig, es enthält eine aufblasbare Keule und das Gegenteam hört quasi ihm aufmerksam zu. Und wenn man dann doch mal ein falsches Wort verwendet, dann kriegt eben der Erklärer ein Wort mit, einen Schlag mit der Keule und gibt natürlich für diese Karte dann kein Punkt. Also ist wie das Mäh bei Tabu. Also geht sehr in diese Richtung. Ab 7 Jahre das Ganze. 2 und mehr Spieler, also ist eigentlich mehr ein Partyspiel in größer Runde und 15 Minuten Spieldauer. Poesie für Neandertaler. Keine Bewertung bisher, übrigens. Dann ein Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things, Attack of the Mind Flayers, so ein, Spiel mit geheimen Rollen, das heißt, was heißt geheimen Rollen? Also es gibt halt einfach Charaktere, die sind halt vollständig bei Bewusstsein und es gibt andere, die eben von diesem Mindflayer unter seine Kontrolle gebracht worden sind. Also man spielt quasi Charaktere aus der Serie und spielt dazu Karten aus, die man quasi auf die Gegenspieler spielt und entsprechend gerät man eben unter die Kontrolle des Mindflayers oder auch nicht. Und wenn am Ende gewinnt quasi die Spieler, also wenn quasi noch Spieler nicht unter Kontrolle des Mindflayers sind, dann gewinnen entsprechend diese Spieler, ansonsten halt die Mindflayer-Spieler. Es ist eher so ein Partyspiel auch von 4 bis 10 Spielern, 20 Minuten Spieldauer und ab 10 Jahren. Dann gibt es hier Gorinich, also ein Drache, der eine Prinzessin beschützt, die also angelockt durch die Schönheit oder die Reichtümer der Prinzessin werden verschiedene Ritter und man spielt jetzt quasi oder bewegt dann einen Drachen über das Spielfeld und versucht eben die Ritter entsprechend abzuwehren. Hier darf man nicht miteinander sprechen, das heißt man muss so ein bisschen sich reinversetzen, was wohl die anderen Spieler für Karten spielen. Es wird dann halt einfach über entsprechende Befehlskarten gesteuert, das Ganze. Und man hat hier quasi, es ist im Grunde ein Tower-Defense-Spiel, das man kooperativ spielt für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahren, also das auch mehr im Familienbereich. 15 bis 20 Minuten Spieldauer, also mit ganz einfachen Regeln. Aber vielleicht mal was anderes. Hat momentan 6,7 auf BoardGameGeek. Aber auch noch fast keine Stimmen bisher, also noch nichts. Noch nichts Aussagekräftiges. Dann haben wir eins der Hype-Spiele aus Berlin bekommen. Get on Board New York und London. Hier gibt es quasi 2 Karten. New York spielt man mit 2 und 3 Spielern und London mit 4 und 5 Spielern. Dazu legt jeder quasi eine Buslinie aus. Das Ganze wird über so ein Flip and Ride, wobei hier eigentlich nicht gewritet wird, sondern gelegt wird. Es werden quasi Karten umgedeckt mit einer Fahrkartennummer und jeder hat einen anderen Spielplan vor sich. Und je nachdem, welche Nummer umgedreht wird, wird eben angezeigt, wie viele Streckenteile man auslegen darf. Dazu gibt es dann eben Studenten, da gibt es Geschäftsmänner, da gibt es Touristen. Was gibt's noch? Oder war es das schon? Ach, so eine
so eine etwas ältere Dame. Und je nachdem, was man eben einsammelt und wo man sie hin abliefert, kriegt man eben mehr oder weniger Punkte, die man dann auf seinem Plan entsprechend abkreuzt und abhakt. Also ein schönes auch Flip-and-Ride-Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren mit 30 Minuten Spieldauer. Hat momentan eine Bewertung von 7,2 auf BoardGameGeek und 1,75 Komplexität. Also auch das ein schönes, kleines, kompaktes Familienspiel. Jetzt sind wir schon fast am Ende, dann streue ich doch kurz unser Giveaway ein. Was für ein Thema hättet ihr schon immer gern mal als Brettspiel gehabt? Also gibt es ein Thema, was es vielleicht noch nicht gibt oder wo es vielleicht noch ganz wenig dazu gibt? Lasst uns einfach wissen, welche Themen euch jetzt mal interessieren würden als Brettspielumsetzung. Gibt es da was, worauf ihr total Lust habt, wo ihr sagt, ja, wenn sowas kommt in der Richtung, dann bin ich sofort dabei, das möchte ich gerne haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwas mit Mars oder mit Cthulhu oder so. Meinst du, davon gibt es ja nicht genug? Genau. Ich traue mich mehr davon. Ja, also vielleicht gibt es ja unverbrauchte Themen, wo ihr sagt, da hätte ich wirklich Lust drauf, dass das mal in einem Brettspiel umgesetzt wird. Dann schreibt es einfach drunter als Kommentar und wir wählen dann aus, wer dieses Eurogame Newton gewinnt. So, dann das vorletzte Spiel für heute von Falkenstein ist ein Pegasus-Spiel, das wieder so in der Region um Friedberg spielen soll. Es ist eigentlich auch keine Spiele-Neuheit, sondern ein Spiel, ein Kinderspiel in neuem Gewand. Das gab es nämlich schon als Zauberei hoch 3. Das heißt, es ist ein kooperatives Spiel. Wir wollen uns alle in die Burg in Sicherheit bringen und werden von diesem schwarzen Ritter hier verfolgt. Und wir würfeln quasi die Würfel dazu und dort werden Symbole angezeigt, die wir gerne aufdecken möchten. Dazu gibt es hier außenrum so einen gewissen Memory-Effekt. Und für jedes Blättchen, das wir dann richtig passend zu den Würfeln aufdecken, zieht unsere Figur auch einen Schritt nach vorne. Und der Bösewicht zieht natürlich am Ende seine Runde, je nachdem, auf welchem Feld er hier steht, entsprechend der Anzahl von angezeigten Pfeilen nach vorne. Wie gesagt, ist im Grunde das gleiche Spiel wie Zauberei hoch 3, das ist schon zumindest in der Auswahlliste für das Kinderspiel des Jahres stand, ich weiß aber nicht mehr genau in welchem Jahr, und hat keine Bewertung auf BoardGameGeek. Und wer Lust hat auf kooperatives Spiel mit ein bisschen Memory drin, der kann sich das gerne anschauen. Und zu guter Letzt von Edition Spielwiese ist das Spiel 5 erschienen. Wir haben hier wieder ein Puzzlespiel. Das heißt, es werden Blättchen aus dem Beutel gezogen, die legen wir entsprechend auf unserem Tableau an und können dann verschiedene Wertungsmöglichkeiten an diese Felder hier anlegen. Das heißt, für Diagonale, für senkrechte und für waagrechte Reihen müssen dann eben bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit wir hier Punktewertungen durchführen können. Das heißt, es gibt halt immer 3 Bedingungen auf diesem Blättchen. Es gibt eine Farbe, es gibt eine Zahl und es gibt ein entsprechendes Symbol. Und wie gesagt, man muss einfach dazu passend seine Wertungen auslegen. Hier zum Beispiel ein Full House an Farben. Das heißt, man sollte hier jetzt 2 lilane und 3 gelbe halt anpuzzeln oder andersrum entsprechend. Ja, und hier zum Beispiel lauter unterschiedliche Symbole und da geht es eher um gleiche Zahlen, die man in der Reihe anpuzzeln muss. Also ein schönes Puzzlespiel für Familien, 30 bis 45 Minuten Spieldauer ab 10 Jahren und für 2 bis 5 Spieler. Hat es schon eine Wertung? Nein. Und es waren auch schon die Neuheiten, also es waren jetzt relativ wenig dabei, die letzten 1,5, 2 Wochen. Wir hatten ja noch kurz vor unserer Abreise nach Berlin noch ein paar Neuheiten vorgestellt, waren aber auch schon nicht viele. Ich denke, es ist jetzt ein bisschen Sommerloch aktuell. Wird aber sicher bald wieder besser werden. Es sind zumindest eine Menge Neuheiten auch für Essen angekündigt. Das heißt, da gibt es ja schon die ersten Neuheitenlisten auf BoardGameGeek und sind wir gespannt, was uns da noch alles erwartet. Dann macht's gut. Mich seht ihr in 4 Wochen hier wieder im übernächsten Neuheiten-Video und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.
vielleicht auch schönen Urlaub. Es wird bestimmt der ein oder andere auch Urlaub haben aktuell. Und ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Newton, und jetzt habe ich doch glatt wieder vergessen, was wir machen wollten. Sag's mir doch mal. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, ich mache das dann schon. Ich mache das dann. Ich habe dich dann gefragt und hast du dich schon entschieden. Hast du gesagt, nee. Und dann hast du gesagt, ich mache das dann schon. Nein, wir machen das so, wie ich sagte. Aber was wollte ich denn? Ich habe nicht die eigentliche Frage mitgeteilt, die du stellen wolltest. Sonst könnte ich dir jetzt helfen. Sehr gut.